Guten Morgen, beziehungsweise eher guten Mittag. Mein Schlafrhythmus ist noch ein bisschen durcheinander, aber ich werde jetzt erstmal ein paar grundlegende Sachen erledigen müssen, wie Geld abheben, eine SIM-Karte kaufen und ein paar so Kleinigkeiten eben. Ich bin jetzt im MBK Shopping Center in Bangkok, eins der größten Shopping Center überhaupt. Mit 6 Etagen, tausenden von Läden, lustigen Fälschungen, einer riesigen Essensabteilung. Also hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Shopping Center und das Coole ist, in jedem Shopping Center gibt es immer einen riesigen Food Court und hier gibt es echt alles an Essen. Also sowohl europäisch zum Teil als auch asiatisch, thailändisch, chinesisch, vietnamesisch, eigentlich alles. So, wie ihr seht, ist es schon wieder abends in Bangkok. Eine Kleinigkeit habe ich jedoch noch, denn als ich heute im Shopping Center war und mir eine SIM-Karte gekauft habe, habe ich aus welchem Grund auch immer einfach mal so noch ein Handy dazu geschenkt bekommen. Und das werde ich mir jetzt mal etwas genauer anschauen. So, hier ist es auch schon das Super 3 Extra, was auch immer das heißen soll. Es hat auf alle Fälle 3G, irgendwas mit TV, dann ja, ein MP3-Player, keine Ahnung, was das heißen soll, und hier zwei Kameras vielleicht, Frontkamera, Rückkamera, keine Ahnung. Mal schauen, schaut doch schon mal ganz nett aus. Mal schauen, was hier noch mit in der Box drin ist. Okay, oh, sind sogar noch Kopfhörer mit dabei. Also das ist echt mal cool. Hier ein Ladekabel, noch ein Ladegerät und der Akku. Ich baue das Ganze jetzt mal ein und dann schauen wir mal. Ah, okay, hier. Es hat sogar Facebook. Please insert SIM card. Okay, haben wir jetzt natürlich nicht. Schauen wir mal, was die Kamera so kann. Hier. Okay. Die Qualität ist natürlich scheiße, aber
Ich meine, für ein geschenktes Handy ist es doch ganz nett.